Und wieder weiter geht's, ja. So, wir waren hier kaum weg. Jetzt geht's richtig los. Jetzt müssen wir einen riesen weiten Weg laufen, wenn die Karte erwärmt ist. Aber ich hole mir noch... Oh, verdammte Scheiße, die sind aber hartnäckig. Verdammt. Mann. Die machen mir Angst. Erstmal hier rein. Null! So, das war doch nicht schwer. Nee, das war nicht schwer. Und schön hoch. Hoch. Immer schön hoch. Los. Ja, das dauert eine Weile. Aber wir haben das Spiel fast durch, kann ich euch schon mal sagen. Das ist doch was zu erfahren. Ih, die kacken. Die Raben kacken. Pfui, Teufel. Nur dahin haben die gekackt, okay. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox Dye? No. Fox Dye? Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the arms tech president and the DARPA chief, I mean decoy octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently Fox Dye kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it. I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure, but he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages toward the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So, it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox Dye vaccine must be around somewhere. Is that all you think about? But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. So, wir könnten auch zum, also wie schon gesagt, vielleicht haben wir ein Virus und verrecken dabei, aber das ist nicht so. Ich habe kein Virus. Nein, sonst würde ja kein Metal Gear Solid 4 geben mit Snake. Ja, und Metal Gear Solid 2 mit Snake. Ja, ja, okay. Erstmal hier gucken, da hinten ist was. Das hole ich mir nochmal. Zack, aber unsere Zeit läuft weg. Ich will schnell machen, Snake. Los, schneller, Snake. Nicht an die Wand lehnen. Wir haben... Oh, Mann. Und rein da. Und zumachen und hoch. Das meine ich mit einem langen Weg. Wir müssen die ganzen Aufzüge wieder runterfahren. Und das dauert. Und mit dieser Karte. Oh je, hoffentlich klappt's. So, na mach hin. Ich bin schon ganz gespannt auf den Final Kampf mit Liquid, obwohl ich den schon kenne, ganz oft schon gespielt habe. Also ja, ich habe das Spiel ja sehr oft durchgespielt und ja, also den Kampf kenne ich in- und auswendig. Da könnte ich eigentlich theoretisch gesehen, aber praktisch geht's nicht. Mit verbundenen Augen das schaffen. Oder vielleicht geht's doch. Ich könnte es ja einmal versuchen, aber erstmal. Verdammt!
mache jetzt was ganz Fieses. Ich hätte nicht gedacht, dass er mich entdeckt. Und stirb! Fall da rein! Und tschüss! Alter, fall da rein, habe ich gesagt! Und tschüss, Mann! Blub, blub, blub! So, erstmal hochlaufen. Und andere Waffe ausrüsten vielleicht. Ist sogar besser. Okay. Hier, ich meine hier, ja, da oben. Ja. Ich weiß nicht genau, wo der sein soll, aber das kriege ich gleich raus. Nicht, dass ich jetzt hochfahre und der sagt dann, melde, melde, Alarm und. Verdammt, das meinte ich. Schön langsam. Und rennen. Schön durchrennen. Ich wollte mir was holen, wie schon gesagt. Und dafür muss ich nochmal zu Sniper Wolf. Wisst ihr noch die eine Tür, wo ich nicht durch konnte? Jetzt kann ich durch. Jetzt kann ich durch. Jetzt kann ich durch. So richtig happy. Warum bin ich so happy? Ja, weil ich das Spiel bald durch habe. Und dann fange ich auch mit Metal Gear Solid 4 an. Metal Gear Solid, sorry, nicht 4. Weil ich vorhin 4 erwähnt habe, sagte ich jetzt eben 4. Nee, Metal Gear Solid... Verdammt, warte mal. Metal Gear Solid 2, aber wo ist gerade die Tür? 7. Sag bloß, das ist die Tür. Nein, das ist nicht die Tür. Da war doch eine Tür 7, da konnte ich nicht durch. Dumm, wo ist sie? Tür 6. Da konnte ich durch. Tür 6, Tür 1 sogar. Okay. Bin ich jetzt den ganzen Weg umsonst hier zurückgelaufen? Ich hätte auch meine Karte in der Zeit warm machen können. Scheinbar. Leute, wir wurden verarscht. Oder besser gesagt, ich wurde verarscht. Ich war auch noch nie den Weg zurückgegangen bis hierhin. Ich habe das nur gemerkt mit der Karte. Ja, das geht immer bei mir. Immer die Minen. Ach, scheiß drauf. Okay, das hier ist gar nichts. Hier ist null, gar nichts. Ich bin umsonst hierher gelaufen. Aber egal. Wir können wieder runter. Also ich habe mich geirrt. Ich habe geglaubt, da wäre was. Weil ich da noch nie war. Aber hier ist nichts. Das merke ich mir für immer. Und weiter geht's. Jetzt erstmal die Karte schön heiß machen. Hot Karte, Baby. Hot Karte. So einfach geht's. Help. Ja, help. So, wir quälen ihn jetzt etwas. So. Help. Schüttel dich. Und schön. Ah ja, wir haben schon eine Normaltemperatur, nur noch die Heißtemperatur. Help. Und wir töten ihn. Nee, jetzt noch nicht, oder? Oh Mann, ich will ihn unbedingt töten. So richtig in die Eier schießen. Ach, ich lass ihn mal quälen. Ich bin ein Sadist. Nein. Handschießen. Ja, das tut weh, gell? Und nochmal in den Fuß schießen. Ey, ich bin voll der Sadist, ey. Ach, stirb, Mann. Nicht help. Du stirbst jetzt. Und nochmal in den Schwanz schießen. Und tschüss, Mann. Und jetzt gehe ich erstmal zurück. Ah ne, ich könnte hier runterfahren mit dem Fahrstuhl. Geht viel schneller. Ich denke mal, in der Zeit ist meine Karte auch dann fertig. So, die muss richtig heiß gemacht werden. Okay, hat vorhin gelackt. So, jetzt etwas kurz warten. Dauert halt etwas. Ja, auf jeden Fall fange ich danach Metal Gear Solid 2 an.
Wir werden nicht die ganze Zeit mit Snake da spielen, aber trotzdem, wir spielen einen anderen Charakter, der genauso beliebt ist wie Snake. Ja, er ist im Metal Gear Rising dabei. Das ist Raiden. Wir spielen im zweiten Teil Raiden. Und wir können jetzt eigentlich weiter. Unsere Karte ist rot geworden, gerade eben. Also los. Ich will endlich gegen den Endboss kämpfen. Gegen Liquid Snake. Liquid Snake. Liquid Snake. Verblabbert irgendwie. Ah, egal. Oh Mann. Das dauert ewig immer, der Rücklauf. Das fand ich schon immer hässlich. Die hätten ruhig zwei Temperaturen lassen können. Kalt und heiß. Und das in einer Nähe wenigstens, dass man schnell hinkommt. Nein, da muss man so einen riesen Weg laufen. Ich rüste mir erstmal hier das da aus. Oder nee, ich brauche die Karte. Damit ich immer sehe, welche Temperatur ich gerade habe. Ich will nicht gleich, ich will nicht, dass ihr jetzt... Welche Farbe kommt? Nicht lila. Gibt's gar nicht. Also ich will nicht, dass sie wieder orange wird. Gelb-orange war es. Das ist Normaltemperatur. Und darauf habe ich keinen Bock. So, ich rüste die jetzt mal weg. Vielleicht wird die sonst so schnell wieder normal. Und das wollen wir nicht. Ich will jetzt erstmal das Spiel schnell durchschaffen heute. Ob ich es wirklich heute durchspiele, weiß ich nicht. Aber ich werde auf jeden Fall vor Metal Gear Solid. Okay, ich habe zu viel verraten. Ja, wir kämpfen gegen Die Maschine heißt ja ganz anders. Metal Gear Rex. Gegen diese Maschine kämpfen wir noch. Und das wird richtig fies. Naja, das ist nicht fies. Der Metal Gear Rex kann man leicht bezwingen. Aber trotzdem. Trotzdem, das ist ein schöner Kampf. Als Endkampf kann man sagen. Na gut, als Endkampf nicht. Okay, ich wurde entdeckt, aber ich kann weiter schnell. So, ich guck mal. Jetzt müssten hoffentlich bitte die Wachen. Oh, die sind schon wieder da. Wieso denn das? Schlaf ein! Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich nicht. Wo kommen die jetzt her? Die mussten doch erstmal die Treppen runterlaufen. Oh, geht mal sterben, Alter. Oh, tschüss, Mann. So, jetzt schläft er erst. Das glaube ich jetzt nicht. Oh, Mann. Ich will jetzt hier auch nicht so lange warten. So, einschläfern. Und weiter geht's. Ja, ich will nicht so lange warten. Ich renne jetzt einfach mal durch, schnell. Schnell mit Schmackes. Ah, der Alarm ist weg. Das ist gut. Das ist schön, wenn der Alarm weg ist. Und weiter geht's. Ja, ich bin irgendwie leise jetzt. Oh, 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 oh. Schlaf ein. Schnell, ich will hier... Ich will unbedingt in einer Minute fertig sein. Das speichern gerade nochmal vor Metal Gear, bevor wir gegen ihn kämpfen. Oh, nochmal ein Anruf. Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know anything. My parents' face is my name. The name and ID I have now I just bought. But the reason why I studied genetics, that was true. Because you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past.
Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long. Until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Jaeger. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes. Frank Jaeger. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox. We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He is everything to me. The only proof I have of my existence. Of my existence as an individual. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who is he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom. This America. But then he and my brother went back to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes, that's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments. Dr. Clark? No. That was my brother. Afterward, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me. I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox. Naomi, tell me something. About Fox Dye? Fox Dye is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Fox Dye contains smart enzymes, created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then, heart attack. The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis. You mean the heart cells commit suicide? Naomi. What? You must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox Dye. Huh? You weren't? No. You were injected with Fox Dye as a part of this operation. I just wanted to let you know that... No. That's not the whole truth. Huh? The real thing that I wanted to tell you was... Snake... Hey! What are you doing? Snake... Naomi? Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox Dye was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake,
There's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? So, jetzt wissen wir schon mal, dass Gray Fox der große Bruder ist von Naomi. Und ich wurde fast entdeckt. Aber nur fast. Erstmal hier ablenken. Und schlaf ein. So, Naomi ist die kleine Schwester von Gray Fox, also den Ninja. Und sie will uns tot sehen. Und ich will Metal Gear jetzt tot sehen. Deswegen sind wir auch gleich fertig. Aber so erst einmal erstmal hier heilen. Mich schon mal alles vorbereiten. Welche Waffe brauchen wir? Die Waffe brauchen wir. Und ich speichere nochmal. Noch einmal mit Mailing reden. What the hell is happening over there? What's the Colonel thinking? Colonel Campbell is. I'm sorry, I can't say anymore. But please believe me, I'm here to help you until the end. So, erstmal speichern. Sie wollte. Also, Naomi konnte sich nicht ausreden. Sie wollte noch was sagen, aber das konnte sie nicht mehr. Dann wurde sie wieder verhaftet. So, jetzt erstmal sage ich noch einmal. Zum letzten Mal, glaube ich, verabschiede ich mich richtig vor euch. Denn danach werde ich Schwierigkeiten haben, richtig zu schneiden. Aber ich denke mal, es wird schon Momente geben, wo ich mich wieder verabschieden kann und wieder begrüßen kann. Also euch begrüßen kann. Aber ich denke, das wird nicht klappen. Denn jetzt kommen sehr viele Videosequenzen. Zwischendurch kann ich wieder spielen und dann wieder Videosequenzen. Darum sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Part.